Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Whispered World. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal hier in der näheren Umgebung um. Erstmal sehe ich hier noch eine Schaufel rumliegen. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Mitnehmen. Schön, das geht. Jetzt haben wir also eine Schaufel und einen Schlüssel. Aber gehen wir doch erstmal da lang. Spot kugelt uns hinterher. Wo willst du hin? Oh. Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Hast schon, Ben. Bleib mal cool. Huch? Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Okay, das heißt, wir kommen da überhaupt nicht rein. Wir kommen nur wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Gut, dann ist es wohl ein eindeutiger Hinweis, dass ich mich erstmal im Wohnwagen umschauen soll. Dann machen wir das doch mal. Rein da. Oh, das sieht aber auch nett aus. Wie in einem kleinen Voodoo-Laden. So, was haben wir hier? Augenglas. Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unerreichbar, wie so vieles. Okay, kommt da nicht ran. Unerreichbar, wie so vieles. Ganz normale Flaschen? Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Okay. Rezepte? Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte, aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Ja, der Ben schon wieder. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner... Ja, okay. Notizen, was ist selber? Noch mehr Rezepte. Noch mehr Rezepte, gut. Kann man nichts mit anfangen hier. Dieser Schädel sieht auch sehr nett aus. Die Augen, die uns hier leicht irritiert entgegenschauen. Ach, das ist ja auch eine Kuckmaus. Das ist ein kleines Tierchen, was den Erdenmeierkolben hier anfeuert. Kochbuch, Frösche. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ja, das sieht man. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Ich glaube, Peter sollte sich dieses Spiel hier nicht so genau anschauen. Die würden direkt auf die Barrikaden gehen. Tja. Das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie. Mhm. Ja, auch wieder. Nimmst du wahrscheinlich auch nicht mit, richtig, Cedric? Kochen ist Opas nicht. Ja. Da kann man... Ich meine... Okay. Ich hab's ja verstanden. Kessel. Opas neueste Kreation. Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Mitnehmen. Autsch! Heiß! Ach so, mit dem Kessel ist schon der Große hier gemeint, gar nicht die Kleinen. Gut, das ist zu heiß. Oh, ein Haarnetz? Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Okay. Mit dem Haarnetz. Können wir da irgendwie im Kessel rumfischen? Opa trägt sein Haarnetz zum Kochen. Trotzdem finde ich ständig Haare in der Suppe. Nein. Gut, das müssen wir uns aber bestimmt merken, ja? Jetzt haben wir noch ein Gebiss. Oh. Wir werden doch sonst in meinen Gläsern aufbewahrt, oder? Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Ein Gebiss. Okay, können wir das irgendwie schon mal kombinieren? Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Ja, so sehe ich das auch. Das sollte ich lieber nicht verbuddeln. Das brauche ich noch. Na gut. Der Gedanke liegt nahe, aber ich mag Opas Geschichten. Okay. Gut, das kann man hier alles nicht anklicken. Taschentuch. Auch mitgenommen. Kann man das mit dem Haarnetz verbinden? Ich habe gerade beschlossen, dass ich niemals so alt werden möchte wie Opa. Ach, warum denn nicht? So, die Tür. Kann ich die schließen? Ja. Das bringt mir aber gar nichts. Ist ja doch relativ oft so, dass in Adventures dann immer irgendwas hinter der Tür
verborgen liegt, aber ich sehe nichts. Die Tür ist morsch und undicht. Nachts zieht es wie Hechtsuppe. Ein Wunder, dass Opa nicht schon längst in einer Lungenentzündung gestorben ist. Oh je, Cedric sieht auch wirklich immer die positiven Aspekte des Lebens. Ach so, ich sehe gerade, ich kann das ja öffnen hier. Was ist das denn? Da passiert nichts. Oh. Ach so. Jetzt habe ich die Luft aus dem kleinen Spot rausgelassen. Warte mal, mal die Nacht. Ach ja, ich erinnere mich. Okay, das ist ja praktisch. Ich kann ihn jetzt immer fett machen und wieder abspecken lassen. Ja. Das würde ich ja auch gerne mal können. Gut, wenn ich den jetzt in den Topf schmeißen will. Nein, Spot kommt nicht als Fleischeinlage in die Suppe. Da kann Opa noch so oft betteln. Schade. Gut, aber ich kann hier jetzt mit dem dicken Spot irgendwas ablöschen, oder? Na gut. Das merken wir uns. Erstmal wieder raus. Gut, das Zugtier. Können wir das irgendwie quälen? Irgendwie nerven? Bruno hat Zähne so groß wie Dachschindeln. Bestimmt bin ich bald wieder an der Reihe, sie zu putzen. Gut, der braucht kein Gebiss. Brauchst du deine Zähne, Opa? Ach, wozu? Heute gibt es Suppe. Da stören die nur. Da stören die nur. Ja, ich überlege gerade, was wir jetzt machen sollen. Denn, also hier für diese Falle brauchen wir irgendwelche Eier. Ich schaue nochmal eben. Vielleicht habe ich da was übersehen. Dass wir irgendwie so Köder mitnehmen sollen. Aber hier, das ist einfach nur kaputt. Die Frösche finden wir nicht. Kann ich da meine Hilfeoptionen? Ja. Okay, Leertaste, wie gehabt. Hilft mir, Dinge zu finden, die ich vielleicht übersehen habe. Und hier haben wir ja die Tür. Okay. Nein, ich sehe erstmal nichts, was uns hier weiterhilft. Dann muss ich nochmal stark überlegen. Gehen wir nochmal in unseren Wohnwagen. Und was habe ich denn hier noch nicht angeklickt? Die Tür können wir sicherlich auch wieder schließen. Und auch diesmal bringt es uns nichts. Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Hm. Oh, süße Illusion. Genau, oder auch nicht. Gut, die Kerze hat noch schon Schublade. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Öffnen. Schauen. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Gut, also müssen wir wahrscheinlich doch die Aufgaben erfüllen, die uns zugetragen wurden. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Okay, aufstehen. Proben beginnen bei Sonnenaufgang. Spot füttern. Ja, der hat immer noch Hunger, ne? Publikum suchen, Kanonenrottrick proben, Bruno waschen, Wohnwagen aufräumen, Krebsalphabet proben, schlafen gehen. Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, mit was wir Spot noch füttern können. Ich meine, im Moment sieht der ziemlich stuffed aus, wenn ich das so sagen darf. Der Herd. Den würde ich gerne mal anfeuern. Okay, mit dem Gebiss und dem Zettel. Was fangen wir da an? Loch. Stimmt. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Kann ich vielleicht den dünnen Spot da reinstecken? Das könnte tatsächlich klappen. Hey Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Oh, wie süß. Quetsch dich rein, Süßer. Oh. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Spot ist nicht ganz übel. Dankeschön, kleine Raupe. Eine Schatulle liegt da drin. Schatulle. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Was hat die denn im Ofen zu suchen? Nimm sie mit. Okay, noch irgendwas? Nö, das Loch ist nach wie vor
dort oben, hier ist nichts mehr. Und hier ist noch eine Bärenkralle. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Oh, das erinnert mich daran, es gab mal so eine Sendung auf D-Max mit so und so vielen Arten zu sterben. Das war gruselig. So, einen davon beinhaltet sicherlich auch Bärenkrallen. Alles klar, was machen wir denn damit? Erstmal die Schatulle öffnen. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Kann ich die nicht aufbekommen? Ich sollte mir nichts vormachen. Ich bin zu schwach, um die Schatulle aufzubrechen. Oh je, okay. Wo bewahrt Ben nur seine Nagelschere auf? Zu schwach, um sie aufzubekommen. Oh, der Schlüssel? Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. Das habe ich natürlich sofort gewusst. Ich habe es nur ein wenig hinausgezögert, um es ein bisschen spannend zu machen. Ist doch völlig klar. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Jetzt sollten wir uns nicht mehr verlaufen. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf in den Wald. Und los geht's. Och nee, oder? Hä? Sag mal, das gibt's doch nicht. Wir haben doch hier die Karte. Jetzt sollte ich mich eigentlich... Nutzt die mal mit dem Wald. Das nicht. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Das wird's auch nicht bringen, ne? Nein. Ach du Schande. Hä? Okay, zeigen wir das mal Ben. Das zeige ich ihm lieber nicht. Er hasst es, wenn ich in seinen Sachen wühle. Okay, wir zeigen es natürlich nicht Ben, war mir völlig klar. Opa ist schon weit gereist. Er hat Rezepte aus den abgelegensten Winkeln der Welt gesammelt. Memo an mich. Ausreichend Proviant mitnehmen, falls ich eine Weltreise plane. Die planen wir jetzt auch. Okay. Ich kann mich nicht wirklich anschauen. Jetzt sollte ich mich eigentlich... Das heißt, ich kann den Weg selber nicht einprägen. Jetzt ist sie leer. Mehr ist da nicht drin. Okay, und wir haben noch diverse Aufgaben, die Bärenkralle, Hahn jetzt und Schaukeln. Ja, Mensch, da bin ich ja noch ein bisschen überfragt jetzt. Ich spreche nochmal mit Opa. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ja. Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir ja auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht! Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bart. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bart. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm. Ich meine Kompass. Aha. Wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja, also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt, direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Ah. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja, aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später.